gekommen. Ich mach mal so. Hi! Herzlich willkommen. Schön, dass ich jetzt schon anfangen muss zu lachen. Wir spielen das natürlich völlig seriös durch. Und zwar Genital Jousting. Ich habe mich selbstverständlich dem LP angepasst. Glaube ich noch ein bisschen laut. Und ich muss es ein bisschen Ach, das geht hier nicht. Okay, Moment. Dann muss ich es hier leise machen. Also nochmal. Herzlich willkommen bei Genital Jousting. Wir spielen natürlich... Es ist ein Spiel über Penisse. Wir spielen natürlich den Story Mode, denn ich will natürlich die volle... Ja... Dröhnung klingt falsch, ne? Ich will natürlich das komplette Spielerlebnis mitnehmen. Dementsprechend spielen wir jetzt den Story Mode. Achso, ich muss unterhalten. Ein neues Spiel natürlich. Oh Gott, was spiele ich denn hier? Go to the left, go to the right. Go to the left. Wir haben schon zwei Errungenschaften freigeschaltet, indem wir eigentlich einfach nur uns bewegt haben. Wir sind zum Okay. Ah, oh, knock the apple off the tree. Yay! Press space to pull them from up. Was? Nom. What the fuck? Ich hab grad. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Ich hab grad Kerne geschossen. Die Steuerung ein bisschen weird. Wenn ich Äpfel esse, dann spucke ich Kerne. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Okay, ich muss mich damit klarkommen, dass mein Arsch vorne ist. Also dass ich mich mit dem, dass das mein Kopf ist. Go to the sandbox. Ich bin in der Sandbox. Es kommt irgendwie nicht so gut. Mein Penis liegt im Sandkasten. Ich glaube, das ist nicht so. No one will ever love you. Hey. Hey. Hauen die mich jetzt? Nein. Aua. Aua. Kann ich nicht flüchten? Ich. Aua. Warum werden die denn so lang? Warum? John woke to the shrill cry of his alarm clock and lay there, rigid, his usual morning condition. But there was another reason John couldn't get out of bed. It was the weight. A weight that had nothing to do with his muscles or fat or sweaty blankets. John was weighed down by a piece of paper. The invitation to his high school reunion. From across the years, the words he'd heard in the schoolyard were still clear. You're a loser. No one will ever love you. 3 Monate bis zum Klassentreffen. Wir sind kein Loser, wir sind voll der süße Penis. Sei still, du blöder Wecker. Ja, kaputt habe ich dich gemacht. Jetzt bewege ich mich mit der Spitze vorwärts. Okay. Ich habe gepupst. Kann ich. John threw on an outfit. He didn't feel comfortable wandering around his home naked. Echt? Ich fühle mich eigentlich immer recht wohl, wenn ich nackt rumlaufe. Okay, wir haben ein Hemd, wir haben eine Krawatte, wir haben einen Rock. Ich würde gerne. Ist das ein fucking Kleid? Wir sind John.
Warum haben wir denn... Die Steuerung ist so weird. Warum haben wir denn ein Kleid an? Haben wir ein Hula-Outfit an? Das ist doch hübsch. Habe ich gerade die Lotion aufgestellt? Nein, jetzt bin ich wieder nackig. Oh nein! Das ist Unterwäsche. Okay, können wir... Entschuldigung, ich muss mich noch an das Leben als Penis gewöhnen. Ich kenne das nicht. Huch! John had 3 months until the reunion to turn his life around. First, he needed to clean up. Get ready for work. Clean dishes, take care of leftovers. Okay, wir müssen uns fertig machen für die Arbeit. Wir müssen Geschirr aufräumen. Aber wie machen wir das? Ach so, ach, da regle ich die Steuerung. Okay, wir steuern wieder von mit unserem Arsch. Kann ich? Entschuldigung. Wir spielen das seriös durch. Nein, nicht den Toaster. Was will ich denn jetzt mit dem Toaster? Lass den Toaster los. Ich brauche da Teller. Genau, Teller. Ja gut, sie sind kaputt, aber deswegen sind sie sauber. Take care of leftovers. The only reason he'd ordered so much takeout was because Delilah, the delivery peen, made John feel butterflies in his testicles. Wir haben gerade einfach nur Spaghetti gegessen, okay? Wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben nur Spaghetti gegessen. John suddenly realized the time. Distracted by his new drive to improve his life, he had become late. He needed to hurry, or he'd miss the bus to work. Ja, dann los! Auf geht's! If John took the toaster to the shower, he wouldn't have to worry about the reunion. John had left his apartment late. But if he caught the express bus, he might make it to work on time. John didn't really like his job, but it had 2 qualities in its favor. 1, he could pay his rent. And 2, Barbara. Currently John's top candidate for his reunion date. Okay, Barbara. Wo sind wir denn? Ich sehe mich nicht. Mit der Maus kann ich auch nichts machen. Wo bin ich denn? Hallo? Ich höre mich halt nur geplätschelt. Wo bin ich denn? Hallo? Ich höre mich nur, aber ich sehe mich nicht. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur Enter gedrückt. Habe ich gerade gekackt? Hallo? Aber ist es nicht weird, dass die Frauen auch... Ja, nee, es passt schon. Ich glaube, ich habe einen Bug entdeckt. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir starten einfach mal neu, okay? Life, he had become late. He needed to hurry, or he'd miss the bus to work.
So, das ist immer wieder. Ich habe den, ich musste gerade noch mal alles durchspielen, aber wir haben den Bug überstanden. Das heißt, wir können jetzt schön. John had left his apartment late. But if he Oh, caught the Entschuldigung. express bus, he might make it to work on time. John didn't really like his job, but it had two qualities in its favor. One, he could pay his rent, and two, Barbara. Currently John's top candidate for his reunion date. John noticed a moderately attractive peen waiting at the stop. Hi, du. He was tempted to talk to her. He tried to start a conversation and did not get the reaction he'd hoped for. It was probably because he was a minimum wage peen. She could probably sense it. Wir sind klein, The keine. office hummed with cold, fluorescent lighting. The air was cold and stale, lifeless. How long had John worked here? Long enough to deserve better. Ich hätte gern so einen Becher. Hallo. Becher? Becher. Toll. Ich kann übrigens pupsen. Nein, doch. Oh. Das ist mein Turbo. Wir pupsen uns mal in Richtung Flashcorp. Pain. Oh. Ich hab da einen Kaktus an meinem Boden. An meinem Hodensack. Der hat seinen Arsch zugemacht, da weil ich zu ihm gekommen bin. Der ist aber unhöflich. Aua. Alter, die Steuerung. Entschuldigung. John was late, but he felt daring. He could sneak into the office through the archives, or he could stroll through the front entrance with enough confidence to bluff his boss. Wir haben genug Konfidenz. Predictably, he chose the direct route. Der haut die ganzen Dinger da runter. Was tut er denn? Ich geh einfach in mein Büro, okay? Dafür muss ich bestimmt hier hinter. Wow! John was nearly trampled by the morning coffee rush. Eieieiei. 23 von 23. Was denn? Everyone else was Ii. hard at work, grinding away. John might actually get away with this. Hi. Nein, ich stecke fest. I'm stuck. The boss. He homed in on John, deluging him with spit and buzzwords. The Aber ich boss arbeite ran out doch. of synonyms for John's failings and gave him an ultimatum. Barbara would definitely not be interested in dating John if he was unemployed. He had to get to the quality assurance department. Oh nein. Aber Barbara mag uns bestimmt so, wie wir sind. Wollte ich nicht. There might be a faulty dildo just waiting to cost the company millions in lawsuits. John would have to test them all. Every atom of John's rectum began to vibrate with the frequencies of pure pleasure. His orifice was a paradise. This vibrator would end all wars. It was good. Test auf 50. Muss ich das jetzt 50 Mal machen? Hier kommt der nächste. That one was good too. Echt jetzt 50 Mal? Ja, gut. The prostate pounder X900.
advanced vibrator on the market. Sweet mother of no, John, that's too much pleasure for one anus to handle. Entschuldigung. Könnte ich sein? Tut mir leid. Ich hätte noch einen zweiten Hintern gebraucht. John's butt hurt, but his heart was proud. If that vibe had gotten out into the world, it could have injured a customer as badly as it had ravaged his anus. Ja, hallo, wir haben gerade mit unserem Arsch die Welt gerettet. The boss arrived and congratulated John on taking one for the team and jumping on the hand grenade, or in this case, putting it up his butt. John was having trouble following the conversation because he was quite high on suppository painkillers. And then the boss said it. Promotion. Finally, the company was recognizing John's hard work and ignoring his minor faults like lack of talent, constant lateness and flatulence. Das mit der Flatulenz sehe ich nicht. John's new office smelled like polished wood and success. John's success. Make the space your own. Dropped by. He'd heard John had been hurt. John said he was fine. He wasn't a softie to complain about a mildly ruptured rectum. Besides, he had a promotion to celebrate. John had met Sam in college during a sports ball game. He'd given him some stiff competition. Entschuldigung. Wow! Not stiff enough. They'd started at Flesh Corp product testing together. Nothing builds a friendship like a long day of dildo mounting. Ich bin wieder gegen den Feuerlöscher gekommen, Entschuldigung. Dabei müssen wir eigentlich nur diese Dildos hier testen. John had known Sam for a while. But John couldn't hang out with Sam. He had a reunion to prepare for. Moin. He was going out with Barbara tonight. He just had to ask her. Kurze Frage, kann ich jetzt mit dem Band-Aid an meinem Popo? Hallo? Den Kuchen? Nein, ich kann keinen Kuchen mehr essen. Oh, wie gemein ist das denn? Sorry, aber ich muss jetzt Barbara suchen. Everyone was quiet, listening to the presentation. A good moment for John to ask Barbara out. Aber wer ist Barbara? Bist du Barbara? Sorry. Bist du Barbara? That's not Barbara, John. Entschuldigung. Entschuldigung. Sorry. Entschuldigung. Mein Hoden hängt an deinem Stuhl. Entschuldigung. Ich will nicht stören, okay? Sorry. Verzeihung. Entschuldigung. Barbara agreed. Oh, du bist Barbara. Hi. Entschuldigung. Things were really going John's way. Yeah. Ach, Barbara. Das ist aber süß, dass du mit mir dahin gehst. Schau mal, ich kann pupsen. John tried to act as suave as possible and listen to Barbara talk business. He didn't want to blow his chances at long-term love and short-term sex. Barbara began to talk about monthly feedback figures, and John started to zone out, imagining him and Barbara at the reunion, a power couple. She would make his classmates sick with envy, if he could get her to tone down the boring chatter. John's balls were gripped by certainty. Barbara was the perfect date for the reunion. John thought he would impress Barbara by going behind the bar and showing the bartender a thing or two.
Despite Barbara's protests that it was unnecessary, John knew that a true gentleman should follow her home. He was excited. There was still 3 months until the reunion, and he'd already landed his perfect date. All he had to do was seal the deal. No. Barbara thanked John for the evening and politely did not invite him inside for coffee or sex, even though John had dropped some pretty obvious hints he'd be into both, or just the sex. The door slammed on John's hopes. He didn't understand. He'd laughed at all Barbara's pie chart jokes. He'd listened to her boring stories. The blank eyes of the lawn flamingos were witnesses to John's shame. Oh, kein Kaffee für uns. Entschuldigung. Oh, müssen wir jetzt traurig nach Hause gehen? John began the lonely walk home, thoughts tumbling like shoes in a dryer. He had done everything wrong. Barbara had led him on just to humiliate him. Das ist nicht unser Haus. Okay, Entschuldigung. Ich dachte wegen dem Sandding. Wo müssen wir denn hin? Oh nein, ich bin auf der Straße. Lass mich hier wieder hoch. Hallo, hallo. Vielleicht so rum? Ah, so rum geht's. Okay. Ah ja, zuerst. Hier geht's nicht lang. Okay. Aber wir wissen jetzt, wir müssen mit den Eiern zuerst hoch. Hups. John felt empty. Feeling empty. How could he get love? He felt like he was missing something, some key to attracting sex. But John was shooting blanks. What did Peens want? Buttloads. Entschuldigung. Wir spielen das seriös durch. Selbstverständlich. Immerhin wollen wir doch nur Liebe. Then it hit John out of nowhere. Stuff. He had the success. He just needed to show it off. Okay. But where was John going to get all the stuff he wanted? John needed a sign. But loads. Oh nein. A new day, a new John. He waited outside his local buttload store for it to open, eager to spend his promotion bonus on stuff. The best way to impress women. If it was buttloads of stuff John wanted, then he would need buttloads of cash. Nein, nein, nein! Geh doch nicht wieder da rein! Aber kann ich dich... Ah. Na? Jawohl! There's nothing like a rectum full of money to make a peen feel like a man. Das ist eine Lebenseinstellung. Und oh nein, meine Eier hängen fest. Entschuldigung. Die hängen ständig fest. Ich hasse das, wenn das passiert. Suddenly it occurred to John that he was going to make a lot of choices. And every one of those choices would tell the world who he was. Did he want cheese or sausage? Delicious. Also delicious. How could John decide? Wir nehmen immer die Kackwurst. Just so Moorish. So. What would a date think when they sat in John's home? Comfort or style? Natürlich Komfort. Können wir das jetzt... Halt. John went with comfort. Plus, richtig. It matched the couch he already had. John weighed up all the differences, but this was a tough choice. Was kommt denn da? Hallo?
Hallo? Something told John this was the TV for him. Ich will eigentlich gucken, was... Nein! John chose the extremely, obviously bad TV. Ich will natürlich den da. Da. Nimm mein Geld. John realized that it was only 2 months and 29 days until the reunion. 2 Monate und 29 Tage bis zur Reunion. Also zur... Cactus or Rose? Rose. Was John a rugged hero or a romantic poet? Da, nimm mein Geld. If John grew his own flowers, then he'd save on romantic gestures in the long run. There was nothing John could take with him to the grave. Wir nehmen den. Except his coffin. Death is inevitable. Style is not. John liked to get his pizza delivered. That way he could see Delilah, the delivery peen. She always made him smile. Nehmen wir Pizza mit Ananas oder Pizza mit ohne Ananas? Wir nehmen Pizza mit ohne Ananas, oder? Das ist auch so eine Lebenseinstellung, oder? Früher mochte ich... John knew that Delilah thought pineapple on pizza was an abomination. Früher mochte ich das auch nicht. What bedding would Delilah prefer? Aber John couldn't help wondering. Ich gehe einfach mal. Regular sheets. Just like the regular pizzas he regularly ordered. Devoid of any sense of style, buying new clothes would be John's toughest challenge. The silky fabric made John feel like a celebrity. Wir nehmen natürlich den Anzug. Hallo? John decided to go with the outfit. Music, the food of love. Should John go retro sophisticated or just retro? Woohoo. John's personal nostalgia was more important than sound quality. Ich mag... Every can was made of metal, pulled from the bones of the earth, wrestled to the surface and smelted in roaring furnaces. All so John could buy peas preserved in salty water and stick them up his butt. Ich glaube, die haben wir schon zu Hause, oder? Wir bleiben John's mal bei dem, new was purchases wir were on the way kennen. To his apartment. All he had to do was invite a date over. One look at all his stuff and they'd be overwhelmed with sexual desire. John felt proud and also hungry. It gave him an idea. He should invite Delilah over for dinner. Waren wir nicht erst bei Barbara? Haben wir jetzt Barbara nach einem Tag abgehakt? Wir sind echt schnell. John was excited. Delilah was on her way. He just needed to set the mood to romance. John hoped she didn't have allergies. Kannst du mal so eine Rose mitnehmen? Hallo? Nein, nimm sie bitte mit. Nein! Ah, fast. Okay, Moment. Wir brauchen das. Nein! Ja. Diese. So. Könntest du bitte? Kann ich nicht? Jetzt habe ich die Rose. Ich würde gerne das. Nicht die Kerzen. Nicht die Rose. Ich würde gerne das Streichholz. Jawohl. Es ist echt schwierig, als... Ich verbrenne mir doch jetzt den Arsch, oder? Entschuldigung. Musik. Musik. Haben wir hier. Nicht die Kerzen. Na komm schon. Na.
Nimm die Kassette. Jawohl. Wir haben Musik. That must be Delilah at the door. Oh nein, mein Arsch brennt noch. The door opened and there was Delilah. John gulped down his nerves and invited her in. John could tell that Delilah was impressed by his stuff. It was time to crank up the mood to seduction. Willst du ein Stück Wein vor allem? Willst du ein Glas Wein? John wanted to offer Delilah wine, but he'd already popped his cork. Delilah started looking as nervous as John felt. He assumed it was because she was shy too. They really were compatible. Of course, at the reunion, he couldn't mention Delilah was a delivery peen. That would be embarrassing. Oh nein, Delilah! Suddenly headed for the door. And just like that, John was alone again. Delilah hadn't even looked at his stuff. Komisch bei den zwei gleichen. Burned. John felt insignificant. He had everything he wanted. The job, the money, the stuff. So much stuff. He wanted to destroy all of it. His stuff didn't matter. Fuck off, inanimate objects. Fuck you, fridge. He was a shaft in the machine. Die, couch. A lonely piston pumping away like all the others in his rigid place. Scheiß Zeug. Blöder Fernseher. Or Barbara or any other peen be interested in dating him. He was just everyone else and they could tell. Your dead technology tapes. Take that TV. John wanted to be special, but he had to face the numb truth. Wiedersehen. And all the money and stuff he'd ever accumulate wouldn't change that. He thought it would make him unique, but it just made him more like everyone else. He should leave it all. Get out of this little town and go on an adventure. See the world. Get out of here, Lamp. He was a boring corporate drone, but he didn't have to be. He could be a traveler, exploring jungles and climbing mountains. Mich und meine Ananas. He could visit the wonders of the world and get his picture taken. Like Peony Island. The unspoiled paradise he'd seen on TV. That was it. John had to travel. John never liked plants anyway. Wir hassen alles. Packed. John was ready to put 5,000 miles between him and his problems. He was leaving it all behind. Wir verreisen jetzt einfach. Wenn die uns alle hier nicht mögen, dann gehen wir halt einfach dahin, wo man uns mag. So. Kann ich auch da drauf? Gut. John was so close. He could almost smell the freedom of the skies. Security sent John back through the detector. Wie muss ich denn jetzt die Taschen freimachen? Hallo. Ich steck meinen Hoden wieder fest. John had forgotten he had his nail clippers with him. He'd have to buy another pair soon, or he'd look ridiculous. Sorry, vergesse ich immer. Mein Nagelzwicker. Meine Hoden stecken fest. When the acceleration of takeoff had slackened, John felt a sweet relief. He had left his worries on the runway. He was up in the clouds, on his way to adventure. Genau so läuft es im Flugzeug ab. Genau so. Huch. Ah! Und wo sind wir? John's adventure had begun at last. And clearly it was a small world after all. And also a flat one. That was going to piss off the Globeheads. Ich bin, glaube ich, gerade in Ägypten. Das ist die Sphinx, das sind die Pyramiden. Das ist auch Afrika von der Form her. Das ist sehr gut. So. Entschuldigung. Ich wollte es nicht kaputt machen. Hi. Russland, Moskau. Wir haben die... Oh
fuck. Wir haben die schwarze Mauer, die chinesische Mauer haben wir erkundet, in uns aufgesogen. Dieses Erlebnis wie kein zweites. Auch Japan haben wir entdeckt. Wir haben alles mitgenommen, was ging. Dann waren wir nochmal kurz bei der chinesischen Mauer, um das nochmal zu erleben. Dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Und ich will meine... Ich will mich... Dankeschön. Das Taj Mahal hätten wir auch von allen Winkeln aus erkundet. Dann waren wir nochmal in Moskau, weil das erste Mal haben wir sehr wenig geschafft zu erkunden. Oder war das Taj Mahal nochmal kurz? Ich meine, wir sind Profi-Dildo-Tester. Für uns ist das natürlich nichts. Ich will auch gar nicht das, ich will das. Ah, geh doch jetzt her. Dankeschön. I try putting this in your butt. Aber immer noch nur 5 Likes. So, der schiefe Turm von Pisa. Komm schon. Lässt du bitte mal? Dankeschön. So, wir müssen den schiefen Turm von Pisa noch in uns aufnehmen. Ihn verinnerlichen. Wir kriegen... Oh, das sind nur 2 Likes. Warum sind das denn nur 2 Likes? John was having fun, but something told him he needed to go home. Probably his empty bank account. Schade, wir haben nur 3 Wunder erlebt. John was on his way back home. He was out of money, but money can't buy love. What it can buy are the experiences that had made John a more interesting and developed person. With 100 Butstagram photos to prove it. Finally, everything was going smoothly. Da flog gerade ein Penis vorbei. John felt good to be back on the familiar ground of home. But he would feel better to be on the familiar mattress of home. Unser Lugage. Ach halt, dafür müssen wir uns umdrehen. Unser Lugage. That's not John's bag. Oh. Nicht mein Lugage, lass das. Not that one either. Aber wir hatten doch so einen. Nein. Dürfte ich? Danke. Das Saxophon gehört uns auch nicht. Ist das echt der helle? Ja. Mein Lugage. Moin. Nein, halt, stopp. Ah. Ich will natürlich mit meinem Lugage gehen. Huch. Boden voraus. Nein, ich will nicht zu euch. Despite John's swell of fresh optimism, traveling was exhausting. And he just really wanted to get home and get some sleep. Ja, das kann man sagen. Nach dem Flug will ich auch immer gerne nach Hause oder ins Hotel und dann duschen. Dankeschön. Wir haben jetzt wahrscheinlich unseren Koffer liegen lassen, aber dann... Ja. Go to the left. Go to the right. Oh, dürfen wir wieder essen? Was tun wir denn jetzt? Ach, wir sind... Ach, wir haben wieder einen Traum, oder? Wir haben einen Liebesbrief. Take the love letter to her locker. To her locker? Die Rosenblüten weisen uns den Weg. No one will ever own. Das sind schon hart deprimierende Träume. Oh nein, da kommen wieder die Riesen. Oh nein, lass mich in Ruhe. Another nightmare.
John's stress about getting a date for the reunion was making him think of her. Harmony. He hadn't seen her in years. Would she be at the reunion? John shook off the thought. He wasn't a child. He was a fully grown penis. Nur noch 6 Wochen bis zur... Ich will immer wieder Vereinigung sagen, aber das ist Quatsch. Bis zum... John, why is the bathroom barricaded? Foreskin's sake! Is that a swan? John had no idea how it had gotten into his home or why it hated him so much. It would probably be best to leave it alone. Ich fress dich einfach. So sieht's aus. Jawohl. Geh aus meinem Bad raus. Du dummer Vogel. Ich will duschen. Was hast du mir da hingekackt, du Arsch? Warum habe ich einen Schwan in meinem Haus? Und warum kann ich den nicht... Warum kann ich den nicht raustun? Kann ich jetzt nichts mehr runterschmeißen? Oh, schade. War es ziemlich leer, nachdem wir alles aufgeräumt haben, aber so minimalistischer Wohnstil ist ja auch nicht verkehrt. John's butt started to buzz. Mein was? He left a vibrator up there? Whatever it was, he should get it out. Ach, mein Hintern vibriert. Entschuldigung. John's old phone. They really were indestructible. It was Sam calling. He wanted to check in on John. The travel looked fun, but it was so sudden. Was John okay? Sam was such a softy, always worrying about feelings. Ach, John Sam. Had only one feeling, and it was the feeling of being awesome. He could drop Sam a text, but John was on a mission. The reunion was getting closer, and he had to get a date. Warum geht er nicht mit Sam? John knew exactly where to find love. Sam sah doch auch voll nett aus. Warum gehen wir nicht mit Sam? John held his breath. He was about to meet his match. He had to reassure himself he could do this. He had a good job. He had nice stuff. He had traveled. He was ready to find love. Sind wir jetzt auf einem Blind Date? On Wiener, where all his sexy travel photos would give him the pick of the pack. Oh ja, wir können hier swipen. Megan, Dog Lover. Entschuldigung. Hot. Looking for love in a glove. Too nee. Short. Too short. Love to eat out. Moment. Muss mich. Ich versuche mich hier wieder gerade zu positionieren. Nein. Theresa, extra Salami. Nein. Sammy B, longer and uncut. Sexy. Helga, 43, Stargazer. Glasses. Nee. Glasses. Norma, oh, 46, ein bisschen alt, ne? Für uns. Na? Bangs. Susan? Die ist auch schon 40. Die ist auch schon ein bisschen alt für uns, oder? Ich weiß nicht, wie alt sind wir denn? Aber ich glaube, wir sind jung. Nein! Die steht nur auf lange. Huch! Eine Stunde später. Chiron. 21. Warum habe ich denn Unterwäsche an? I like potatoes. Wilma. Okay. Yep, the pick of the pack. Follow me on Instagram. Let's grab some noodles. Get any match. Leroy. Ist Leroy nicht männlich?
Mika, wanna party? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich eine Beziehung. Ich bin nicht so der Party-Mensch, sorry. Follow me on Buttstagram. Das ist auch wieder so ein Follow-Hunter. Wilma, 8 inches or more only. Das ist wieder die, die was nur aufs Äußerliche guckt. Viele Stunden später. Yes! John had the pick of the pack. Wir haben ein Match! Uhu! Mit Amanda, 22. Ich bin ein sehr dreckiger Penis, wenn du weißt, was ich meine. But he had been expecting a different kind of dirty. A sexy, a much more hygienic kind. Geh weg von mir! Da liegt ein toter Hund im Ding. Okay, Maria 35. Also sie ist eine Eiskönigin, die für ihre... Okay. Entschuldigung. Wow. Aua. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe dich getötet. Kann das sein? Oh. Better put that on ice. It'll be okay, John. Chick sticks cars. Aua. Entschuldigung. Sie mag Penisse mit ein bisschen Humor. After the reattachment surgery, the doctors had told John to rest. So he did. For 6 hours. Sorry, ja, es tut mir leid. Ich bin ein bisschen verletzt. Ich hoffe, das macht dir nichts. Ach, wir brauchen die Tickets, ne? Hier ist ein Ticket. Ich brauche wahrscheinlich das zweite auch noch, oder? Find a seat. Hi. Hallo? Nein, Entschuldigung. Ich wollte mich nur hier hinsetzen. Lass dich nicht von mir stören. Ach, es ist eine Comedy Night. Ich dachte, es wäre Kino. John was in stitches. Okay, die nächste. Single Mom, die Kuchen mag. Oder die jemanden sucht, der Kuchen mag. Nein, nimm die Rosen doch mit. Nein. Rosen? Entschuldigung. Sorry. Karen had invited John straight over. She was not fooling around. Da. Very exciting. And now she wanted him round the back. Okay. Sie will uns jetzt im Hinterhof. Karen let John know that the cake was only for the kids. So was the candy and the piñata. And that she'd be back in 1 hour. Wow. Das ist ja super nett, echt. Nein. Kinders. Macht nichts kaputt, Kinders. Okay, seid lieb. Ja? Hi. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott. Schön. Sie hat einfach nur einen Babysitter gesucht. So eine dumme Kuh. Melody, 24. Sie liebt Strandpicknicke und... das treffen. John laughed at Melody's hilarious bullfrog story. She was adorable. Everything was going perfectly. Ja, wow. Oh nein. Halt dich fest. Ich habe deinen Namen vergessen. Es tut mir leid. Oh nein, bitte. John never saw Melody again. Oh. Sharona. Es muss ein Alpha-Typ sein, der einen Anzug trägt. Der Anzug tragen wir immerhin. Das ist gut für uns. So far, Wiener had been a parade of weirdos and rejections. If this date didn't work out, John vowed to give it up. But maybe this time, maybe today would be his day. Sharona sighed and said, "He'll do." Dieses Klingeln ist nicht. Die will bestimmt gleich heiraten. Aber das wollen wir nicht. Wir brauchen doch nur ein Date. Take seat, don't embarrass your date. John felt a little underdressed and a lot overwhelmed. He was surrounded by strangers and Sharona was glaring at the muscular groom.
At least John hadn't missed out on the cake. John realized that Sharona had only brought him to create some penis envy. What a terrible plan, for so many reasons. John got excited. They were going to cut the cake. He's mine, Sharona screamed as she launched herself at the newlyweds. Suddenly, penises were up and yelling, "No, he's mine!" It was a no-holds-barred cockfight. Lass! Dürfte ich, Entschuldigung, aua! Ich will hier raus! Ihr habt doch alle einen Knall, meine Freunde. Eindeutig, wow, der ist mit dem Messer hinter mir her. Der ist mit dem Messer hinter mir her. Dodged flying glasses and cake. He felt a stab of envy. The groom had dozens of penises after him, and John had none. It was just wrong. John left the screams and explosions behind him. It was a disastrous end to his online dating. He had tried everything, and it just wasn't good enough. He wasn't good enough. Maybe the bullies from school were right. Swans were so simple. If you gave them bread, they liked you. But you can't take a swan to a reunion. Leider nein. Leider kann ich es bestätigen, dass genauso Online-Dates ablaufen. Man trifft nur seltsame Menschen. Wirklich. Wow. Entschuldigung. John wanted what that groom had. Love. Real love. Moin. The kind that makes penises fight to the death. Aua. Warum haben die mich denn jetzt gehauen? Dürfte ich bitte? Danke. Hallo, kleiner Schwan. Tu mir bitte nichts, okay? Wir gehen jetzt zusammen duschen, ja? Days later, the question was still bugging John. Why were so many penises in love with the groom? But no one loved John. Do the dishes. Habe ich gerade meine... Habe ich gerade meine Seife? Ja, habe ich, ne? Aber ich wasn't fair. John deserved attention. He had money and Butstagram pics of his adventures. He even still had quite a lot of stuff. What did that penis have that John didn't? Charakter. Wir müssen das lernen. Es kommt nicht drauf an, was wir erlebt haben als Penis. Es kommt darauf, welche inneren Werte wir haben. Then it hit John. That penis was so strong and hard. That's what everyone wanted. That's what John wasn't. That's what John had to be to find love. It was time to hit the gym. Hit the sack.